Bitch, I bet I could. Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro. Bet you know, bust like 44 when I spit that flow. Cause we go hard like that shit. They hustle on the boulevard. So, meine Freunde, die DSC am Start. Herzlich willkommen zu einem Klassen-Editor-Video. Und heute gibt's nämlich das aller, wirklich die allerbesten Klassen, die es überhaupt gibt. Als erstes, es gibt zwei Arten von Klassen, beziehungsweise dann mit zwei verschiedenen Waffen. Einmal mit der ASM1, da gibt es einmal die Magnitude, das ist eine Waffe, die kriegt man, ich glaube mit 10.000 Headshots oder so, bin mir da wirklich nicht sicher, oder mit 10.000 Kills oder so. Auf jeden Fall, wenn ihr die ASM1 suchtet, solltet ihr die auf jeden Fall haben und dann solltet ihr die definitiv benutzen, anstatt die Standard, weil die Reichweite schön hoch ist. Und dazu komme ich gleich, warum das ganz geil ist. So, kommen wir erstmal zu der Klasse. Ihr packt die ASM1 rein und spielt mit Vordergriff, damit die Prezi schön, beziehungsweise, naja, das Ding nicht so veraimt. Ihr wisst schon, was abgeht. Dann auf jeden Fall Magazinerweiterung ist immer ganz geil. Dann könnt ihr so 3-4 Leute beim bei BA oder so, bei Herrschaft wegholen. Und verbesserter Drall ist immer ganz geil, da ihr, ihr habt halt eine höhere Reichweite, die liegt jetzt bei 10 damit und das ist immer ganz nice, wenn ihr halt Kills auf Reichweite machen müsst. Und dann extra 1 unauffällig. Unauffällig, normalerweise Leichtgewicht, aber unauffällig, das müsst ihr manchmal einfach spielen, wenn ihr auf DNA geht oder so und irgendeinen Lappen, der einfach die Standard-Drohne schafft. Ja, Freunde? Und einfach die ganze Zeit weiß, wo ihr seid und du zum Beispiel keine Drohne online hast oder sonst was, gerade am Nachladen bist oder so, der kann einfach von hinten kommen. Den juckt es überhaupt nicht. Deswegen seid einfach safe auf unauffällig. Da könnt ihr einfach nichts falsch machen. Dann auf jeden Fall Peripherie-Sichtfeld. Richtig geil. Und dann natürlich standardmäßig Plünderer und Strahldämpfer. Da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr den Strahldämpfer oder Hardliner nehmt. Hardliner bevorzuge ich immer. Also ich wechsle immer ganz gern. Hardliner finde ich einfach geil, aber Strahldämpfer, gerade wenn ihr gegen so standardmäßige Noobs spielt, solltet ihr auf jeden Fall Strahldämpfer dabei haben. Aber so gegen richtige Noobs, oh, definitiv den Hardliner. Dann Exo-Übertaktung, ganz wichtig. Dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr Herrschaft spielt, einfach losstürmen, weil wisst ihr, MP seid ihr sowieso schneller unterwegs, Exo-Übertaktung. Dann läuft ihr zum Beispiel zu C, alle nehmen das ein, dann holt ihr sie von hinten. Das ist immer ganz nice. Kriegt ihr so die ersten Kills. Dann auf jeden Fall die Drohne, würde ich Gefahrenwarnung auf jeden Fall mitnehmen. Dann seht ihr durch die Wände. Tempo auf jeden Fall, damit die Drohne halt schneller über die Map fliegt. Das heißt, eure Map aktualisiert sich schneller. Dann wisst ihr halt, ja, punktgenau, wo die Gegner sind. Kommen mehr so an Orbital ran. Und Verlängerung. Verlängerung ist relativ gut. Das ist in Herrschaft ein Kill. Und in Team Deathmatch natürlich auch, also die 100 Punkte. Und deswegen, da lohnt sich das auf jeden Fall. Weil da müsst ihr natürlich die nächste Drohne erspielen und mit Verlängerung läuft das schon eine gute halbe Stunde länger. läuft auf jeden Fall länger, kann ich nur empfehlen. Dann auf jeden Fall den Systemhack. Normalerweise müsste die höher angesetzt sein, gerade wenn ihr auf PS4 spielt oder Xbox One. Aber auf PS3 und Xbox 360 ist der Patch noch nicht draußen. Und da würde ich einfach auch auf der PS4 oder Xbox One würde ich einfach zu Assist-Punkten tendieren. Nämlich durch den Systemhack bekommt ihr die Assist-Punkte, damit ihr dann wiederum die Drohne schneller bekommt. Und Exo-Anzug deaktiviert, das heißt, ihr könnt keine Double-Jumps machen, sie sind die ganze Zeit auf dem Boden, ihr müsst euch keine dummen Gedanken machen, dass sie irgendwo oben hocken oder sonst was, ist ganz nice. Das wäre so die DNA-Klasse, Double-DNA, Triple-DNA, was auch immer, was ihr wollt. Und ja, das gleiche dann wiederum als Nuklear-Klasse. Da haben wir den verbesserten Drall nicht dabei. Aber die Reichweite geht eigentlich ganz gut klar. Und hier geht es natürlich darum, entweder eine Nuklear-Medaille zu machen oder halt auf, keine Ahnung, 100 plus oder auf High-Score-Dinger gehen. Zum Beispiel 50 plus in Team Deathmatch und sowas. Da will ich die Angriffsdrohne mitnehmen. Mit KI-Kontrolle, das heißt, ihr müsst ihn nicht selber steuern. Und mit den Raketen, macht gut Kills. Der Warbird mit Defender, Angreifer, fliegt die halt die ganze Zeit über die Map und macht ein paar Kills. Und Defender verteidigt euch halt wirklich. Und wenn ihr halt zum Beispiel im gegnerischen Spawn seid, ja, Freunde, dann könnt ihr wirklich gut Kills machen.
und Bombardierung. Da macht ihr wirklich viele Kills. Das Problem ist, ihr müsst damit vorsichtig sein. Ihr könnt halt euch damit selber töten, ne? Also nicht zu viel Rush, mit der, wenn ihr die Bombardierung am Start habt. Oh, die gleichen zwei Klassen habe ich hier mit der Ball 27 Obsidian Steed. Ich finde, die Ball wurde ja runtergepatcht und damit hat sie noch relativ guten Schaden und die Gegner fallen noch um. Mal gucken, ob die Ball noch weiter runtergepatcht wird. Auf jeden Fall mit Schnellziehen, Magazinerweiterung und Schaft. Bei der anderen Klasse habe ich nur Schaft und Magazinerweiterung. Und ich würde einfach diese vier Klassen wirklich empfehlen. Versucht es einfach mal. Versucht mal auf DNA zu gehen, Freunde. PSN, Alter, wer bist du denn? PS4, Xbox One, geht alles klar. Also die vier Klassen kann ich wirklich empfehlen. Spielt am besten die Ballklassen auf größeren Maps. Und die ASM1 Klassen auf kleineren Maps. Gerade die Nuklearklassen hier mit Warbird und so. Die solltet ihr auf Riot, Green Band und solchen Spielen spielen, auf solchen Maps spielen. Da geht es immer richtig gut ab. Also ich würde einfach mal sagen, das ist relativ empfehlenswert und ich würde einfach in den Kommentaren gerne wissen, was ihr für geile Klassen habt, beziehungsweise was man vielleicht verändern könnte, was ihr so spielt, zum Beispiel mit, ich denke mal, viele spielen mit Peripheriesichtfeld haben sie nicht drin, sondern Unauffälligkeit und Leichtgewicht oder sonstige Sachen oder hier fest verdrahtet habe ich auch einige gesehen oder tendieren immer noch zur Zähigkeit in Advanced Warfare auch. Und da gibt es ja genug Leute, zum Beispiel Systemhack auch. Und da würde ich mich einfach mal für interessieren, wenn ihr da andere Vorschläge hättet. Das wären auf jeden Fall meine Top 4 Klassen. Kann ich nur empfehlen. Und ich würde einfach mal sagen, checkt die aus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.